So wohne ich. Ja, ich mag Inneneinrichtungen. Es ist alles ein bisschen dezenter, aber mir ist das schon sehr wichtig, wie es so in meinen vier Wänden aussieht. Und ich habe Instagram und da geht was nicht zusammen. Denn ich habe gemerkt, Pflanzen sind jetzt super in. Und was steht hier? So eine Schnittblume, sonst nichts. Das muss ich ändern. Willkommen im Dschungel. Urban Jungle. Wohnen mit Pflanzen. Der Wohntrend zurzeit. Instagram und Interior-Design-Blogs sind voll davon. Einen Dschungel aus Zimmerpflanzen hätte Ari auch gerne. Und das ist das Problem. Ich habe keinen grünen Daumen. Alles, was bei mir Photosynthese betreibt, ist spätestens in 3 Wochen tot. Kann ich machen, was ich will. Hier. Knusprig. Alleine wird das wohl bei Ari nichts mit dem Dschungel. Der Pflanzenpapst muss her. Design- und Pflanzenblogger Igor Josifowitsch. Und das bei einer Sukkulente. Also das muss man erstmal hinkriegen. Noch einfacher geht's kaum noch. Eben. So, hier unten habe ich ja auch noch eine, ja? Ist, genau. Ich sag mal so, schlapp. Ja? Ich würde jetzt grundsätzlich solche Sukkulenten und Kakteen nicht unbedingt in so Selbstbewässerungspötte stellen, weil, wie gesagt, die verzeihen dir eher weniger Wasser als zu viel Wasser. Bei zu viel Wasser gehen dir die ein. Was ist denn mit mir los, Igor? Was ist denn mit mir los? Pflanze mal ein bisschen Liebe. Ich habe mitbekommen, dass du ja selten hier bist. Wahrscheinlich mangelt ihnen so ein bisschen positiver Vibe. Von dem hatten Aris Pflanzen bisher wirklich nicht viel. Und regelmäßige Bewässerung wohl auch nicht. Hier, das ist eine Trockenpflanze. Das hat man früher mit Rosen gemacht. Jetzt macht man halt mit Bambus. In dem Fall würde ich das alles auch abschneiden und dem noch mal eine Chance geben und schauen, ob da noch was im Frühling sprießt. Bis es soweit ist, kreiert Igor mit ein paar pflegeleichten Pflanzen einen Urban Jungle in Aris schwarzer Daumenwohnung. Ach was! Okay. Oh ey, die Luft, die wird richtig gut. Sieht aus wie Algen. Sieht wie Haare aus, ne? Also mir stehen halt Pflanzen auch super gut. Ich finde, das passt gut zu dir. Ach, ach so, geht gar nicht hier so. Igor, ganz ehrlich, gib dir Mühe sozusagen, ich habe Ariane. Jetzt schon Angst, dass die sterben. Nein. Du musst positiv an das Thema rangehen. Ihr werdet leben, ja? Ganz genau. Igor hat nur leicht zu pflegende und robuste Pflanzen für Ari ausgewählt. Das wird das Pflanzensterblichkeitsrisiko im Hause Alter erheblich senken. Ja, sieht doch schon mal schick aus. Danke. Sieht schon mal gut aus. Hilfe. Danke, hey, tschüss. Cool, ciao. Wenn ich jetzt 2 Wochen weg bin, hätte die ein Problem? Nee. Die würde ich jetzt einen Monat wenn weg bin. Wenn ich zum Beispiel einen Monat weggehen würde, würde ich die ordentlich gießen, bevor ich gehe. Mhm. Aber schon achten, dass hier nichts mehr drin steht und dann würde ich gehen. Das würde die überleben? Ja, ja. Oh, wir wären beste Freunde. Das schafft dich schon. Dann hast du hier eine Peperomia, die ganz lustig aussieht. Die gefällt mir besonders. Die haben so ein bisschen ledrige Blätter. Mhm. Und jetzt sagen wir mal, ich ersäuf das Ding wieder. Woran merke ich das, dass die gerade anfängt zu sterben? Die verliert Blätter. Okay. Fallen langsam ab, teilweise verfärben sich die. Mhm. Also da sieht man schon, dass etwas nicht in Ordnung ist. Allgemein würde ich Pflanzen auch nicht zu oft und zu regelmäßig hin und her schieben in der Ach, Wohnung, was, sondern einfach da stehen lassen, wo sie sind, weil die sich einfach an den Standort gewöhnen. Die gewöhnen sich an das Licht, wie es da ist. Die gewöhnen sich an die Temperatur, die da ist. Pflanzen sind Gewohnheitstiere? Auch, wie wir Menschen. Das ist ja ein Ding. Und dann, wenn die nicht ihre Wohnung kriegen, dann werden die zickig? Vielleicht. Die eine oder andere könnte das werden. Hier würde ich sicherlich auch noch die eine oder andere Pflanze dazu tun, weil ich finde, erstens hast du dann so ein bisschen einen schönen Sichtschutz zum Bett hin. Also es trennt noch mal ein bisschen mehr den Raum ab. Igor, warum sind denn jetzt Kakteen und Sukkulenten so unfassbar in gerade? Instagram ist ja voll davon. Die sehen gut aus, finde ich. Die sehen so ein bisschen wie fast so wie skulpturale Dekoobjekte aus. Die kann man wunderschön eben stylen und so in Regal stellen, die kann man super gut für Instagram fotografieren. Das kommt immer super gut an. Jesus. Meine Kakteen. Oh, man ist so stolz wie eine Mutter. Ich finde manchmal so ein paar Pflanzen, die zusammenstehen, optisch immer ansprechender, weil es so ein bisschen Dschungelfeeling herstellt. Und außerdem sind Pflanzen, wenn sie zusammenstehen, wenn du jetzt zum Beispiel alle zusammenstellen würdest, die würden so ein bisschen ein kleines Mikroklima
produzieren und die würden so eine Luftfeuchtigkeit auch haben, so eine Atmosphäre, wie es angenehm ist für die. Okay, also sind die jetzt Freunde? Ich würde sagen, die sind Freunde. Sieht sehr jungly aus. Die sehen richtig aus wie Buddies. Sehr gut, ich würde sagen, fertig, was? Ich würde sagen, es sieht jetzt definitiv grüner, gemütlicher, lebendiger aus. Das ist wirklich krass. Willkommen im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Und es passt zu deinen Möbeln. Bitte stirb mir nicht weg.